Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück nach unseren letzten Spielen. Spielen wir jetzt Deadpool und hier ist wieder Büsel Games. Ich bin der Dodo und neben mir sitzt der Drakey. Oh yeah, am Controller. Am Controller spielen wir natürlich Deadpool, alles andere wäre ja auch Blödsinn. Ja, also Maustastatur geht gar nicht bei solchen Spielen. Nee, bei solchen Spielen nicht. So, Deadpool ist ein Anti-Held oder wie auch immer. Ja doch, er ist ein Anti-Held. Man kann ihn als Anti-Held bezeichnen. Ja. Von Marvel natürlich. Ja. Hat viele Gastauftritte bei den X-Men. Ja. Ja, und dies ist halt sein Spiel. Endlich. Endlich mal ein Deadpool-Spiel. Finde ich. Fehlt nur noch der Film Deadpool. Das wäre der Hammer. Das wäre der Burner, ja. Der absolute Hammer. So, bevor wir anfangen, gehen wir mal mit Daryl in die Einstellung. Oh, jetzt zeigen wir uns mal unseren Schenker. Helligkeit am Bildschirmgrenzen. Wow. Woo. Graphic. Wir gehen mal nicht auf extra, wir gehen auf hoch. Ja. 720p, weil YouTube diese Auflösung nicht unterstützt. Also bleiben wir bei 720. Blablab. Sound, ganz normal. Untertitel. Also dieses Spiel gibt es nur mit deutschen Untertiteln, nicht deutsche Sprachausgabe. Ja, das ist korrekt. Das kann man finden, wie man möchte. Vielleicht wäre im Deutschen der Humor einfach nicht so geil gekommen. Wahrscheinlich nicht, nee, also... Ja, und halt normalisch. So lesen wir halt mit, aber wir lesen es nicht laut vor. Das würde... Das ist ja voll dumm. Das, ja, eben. Sowas ist so... Tut man nicht! So, dann haben wir noch die Extras. Da gibt's Next to Rain außer Biografies. Ja. Campaign. Natürlich machen wir ein neues Spiel. Und beginnen in Troutenheim. Was hättest du gern? Ultra brutal? Ich bin ja ein Noob. Ich bin ja ein Noob. Also nehmen wir normal. Veteran, ja. Nee, war eher normal. Ja, ist immer. Normal. Genetisch überlegen ist leicht. Veteran ist normal und das ist schwer. Nehmen wir Veteran, ja. Ist okay. Und wir starten das Spiel in 1, 2, 3! Oh! Wir starten das Spiel in 1, 2, 3! Ach ja, und wir haben diesmal keine Face-Cam, da wir finden, dass es diesem Spiel einfach nur alles an Charme und so wegnimmt. Ja, wir sollen euch auf Deadpool konzentrieren, nicht auf unsere hässlichen Drachen. Deswegen halten wir jetzt auch mal kurz die Fresse. Ja, das tun wir jetzt. Während dieser Katze... Fap. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the... Deadpool! Hey, Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course! The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius. Just genius. So, sum it up. Congratulations. Make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my sound designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Script! Deadpool! Yes, und da seht ihr schon. Genius! Wir haben sogar noch Deadpool. This is bullshit. A script? Like some dingus word writer is gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Wir können jetzt natürlich schon aufstehen, wenn wir wollen, aber dann beenden wir natürlich die Diskussion seiner schizophrenen Persönlichkeiten. Ja. No. But me. Ah, wir stehen jetzt auch mal. Click. Click. Hey, what's that? Ganz strange Sound. Guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Good one. Oh, so it's gonna be one of those games, huh? Erkunde meine Partner.
Dann tun wir dies doch einfach mal. Google mal sehr schön eingerichtet, wie ich finde. Ja. Hübscher als bei mir auf jeden Fall. Definitiv. Also so würde ich gerne meine Wohnung haben. So, wir machen einfach mal eine Gitarrenstunde. Ich habe auch so einen Latexanzug. Ich laufe auch immer so rum. Okay, nicht. Ich laufe aus den Büschen auf. Ja, natürlich. Obviously, the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Ja, das ist natürlich sehr schade. Wonder what's in here. Here we go. I'm not really hungry, but all right. That's right. Ich frage mich, wie er das jetzt essen möchte. Nice, ja, aber wir nehmen mal ein bisschen. Durch die Masken durch. Really didn't. Noch ein bisschen. Ach, den letzten Bissen essen. Damn it. Das mache ich natürlich zu Hause auch immer. Let me guess. I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? Ah, you last second schmucks. Meine Küche sieht auch so aus. Ich frage mich gerade, ob das bei mir zu Hause aufnimmt. I love the smell of ja, ein Bär. Natürlich. Ja, ja, ja. Oh, der soll ja die ganze Pfannkuchen essen. Tor, haben wir es aufgemacht, soll das irgendwie essen. Alright. Bet you thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Nope. So, da war doch gerade noch was. Shit. Got to add the fabric softener. Spare uniform's gonna be all itchy. Die Gürtel. Hate an itchy ass. An itchy balls. Ha! Forget about it. In der Mülltonne. Kommzwang, macht mich okay, zum Trinker. Okay, let's see here. Mustard is still wir here. Machen ihn zum Trinker. Die extra natürlich. Oh, noch eine. Soll er sich auch immer einfach wieder aufploppen. Ja. Kann man das jetzt denn endlich machen? Oder ich hab keine Ahnung. Enough with the damn beer. Healing factor won't let me get drunk anyway. Kann ich besoffen werden? Ja. Also für alle, die es nicht wissen, Deadpool ist ein Unsterblicher. Wonder what's in here. Er hat einen Heileffekt. Ja, so wie Wolverine. Ja. Er ist auch irgendwie krebskrank, aber dadurch, dass er diesen Heileffekt hat, stirbt er daran nicht. Nee, sondern leidet nur. Ja, ja, um eine Stinkwurst zu machen, oder? Keinen abzutöten. Wir machen eine Stinkwurst. Oh yeah. Ja. There we go. Now we're talking. Much more. Natürlich. Na klar. Hunger's a hoe. Oh, you gotta love the ones that make you sweat. So, ja, so geil. Man. Ja. Boah, da hätte ich mich aber nicht drauf gesetzt. Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why do they think I wear a goddamn mask? Jetzt wissen wir, wie Deadpool ohne Maske aussieht. Doesn't like ja. Try to do the whole tragedy behind the comedy thing. Klopft immer noch an der Tür. Ja, wir gehen nachher zur Tür, dann will ich alles safe haben. Ja. So, how's the ball? Keep coming along. Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight and I won't have to shoot you. Wolverine! Ja. So, wir rufen mal jemanden an. Nolan! Hey, what's up, buddy? We're making a game about me. Gotta have you do the VO, man. I mean, see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe we just make you, you know, maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody that's like, forget the boobs. Let's just go for pecs. You know, pecs and biceps. Forget girls. Why don't you just contact my agent for the booking, and we'll see what we can do. Ah, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in. Gotta take it. Good luck with the game, though. Ding yourself? Yeah, well, fuck you, Nolan. Hey, play it.
Ah, the news. It's like looking through the want ads. Deadpool, branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune and chimichangas. Ja. Oh, da, sieht man, da hat man einen Ausschnitt aus seinen Comics gesehen. You think the player knows anything about us? They did, but... Yeah, food coma. Ja, ich jetzt mal schlafen. Erstens Koma. Ich glaube, wir haben es ja jetzt hier nicht. Kann man noch was Tolles machen? Now where did I put my autographed New Mutants issue 98? What is this cheap prop? Well, this was clearly made by a junior artist. Let's see what's behind door number one. Eine Gummipuppe. Don't make me do this, please. What the fuck? What the fuck? Ja. Schnitt! Nein. So, ja, da ist unser Controller. Let's see what's behind door number one. So, das können wir ganz einfach erklären, wenn wir die Gummipuppe hoffentlich diesmal aufpoppen. Ja, das klappt. Sehr schön. Wenn du den PS2-Controller an den Windows-PC anschließt und diesen emulierst, eine Vibration erscheint, kackt der Controller. If this game had a shame meter, it'd be full right now. Das Mic steht hier voll. Ja. Ich sitze so weit hinten. Kannst du mit der jetzt auch interagieren? Kannst betrachten. We're not gonna put our penis in that, are we? Nein. Oh. 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 Warum denn? Weil wir es nicht sehen wollen. Danke. In wem ist er eigentlich verknallt? Das ist doch immer diese eine aus dem Comic. Starting to get the feeling that no love was put into my Domino heart. Domino oder so. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die schon. Nicht die. Die nein, Domino heißt die, glaube ich. Oh, schick. Schick, schick, schick. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, now this yeah. is what it's all about. Fucking yeah. Look at all this fine weaponry. 10 Minuten haben wir vorhin, glaube ich. Keine Ahnung. So. Komm schon. Nein. It's like art that I can shoot people with. Öffne die verdammte Tür. Okay, gehen wir zur Tür. Yeah, yeah, we hear you. Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery for Mr. Deadpool. Need your autograph right here, please. Yep. Hello, sir. I have a package. So do I. Yoink. Package. Shit. As I suspected, words everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 diddy, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. Jetzt mach das mal der Mann. You're about to change your fucking life. Bring the noise! Katzen sind ziemlich leise, ne? Ja, aber ist ziemlich cool. Bring the noise! So, jetzt beginnen wir endlich mal das normale Bier. Ah, a sewer. How quaint. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Yep. Hey, there's some text. Frank. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Sweet. Jump button. Not nice. Light attacks, check.
Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn so we can test our mad skills. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Yep. Das sounds so da strange, Alter. Ja. Das ist aber schon ziemlich cool, dass er sich teleportieren kann. Ne? Aber in dem Film Wolverine Origins, da taucht er auf, da hat er einen Gastauftritt. Und Wolverine muss ja am Ende gegen ihn kämpfen. Gegen Deadpool. Und da weiß man ja auch, warum er sich fertig kriegt. Ich weiß nur nicht, ob es nach der Comic-Vorlage geht oder ob Deadpool in im Comic von vornherein schon ne, versucht hat. Okay, we get it. Da kenne ich mich im Deadpool-Universum nicht so aus, aber ihr könnt es ja in die Kommentare mal schauen. Yep. One crate, please. Also, ups. Natürlich. Eine Hüpfburg! Ja klar, natürlich! Und da gehen die Frames in die Brüche. Jetzt sind wir wieder stabil. Puh. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce House! Check! Boing! Boing! Keine Ahnung, was das bringt, aber wir können nämlich einfach weitergehen. Hey, we don't take fall damage, so go nuts! An unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Oder RT für tödliche Grüße. Wir nehmen mal RT. In my game, you get points for killing baddies. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. A must-have. Hey, player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Ja, oder Geld. Beides. Ja. Ja, drücken wir halt back. So, hier kann man dann natürlich neue Waffen kaufen und den Deadpool verbessern und. Soll das mal ein Schwert und motzen oder was? Die sind noch gesperrt. Nein. Oh! Warum ist das ein Strichpool? Oh. Oder ist das. Und da werden. Ach, das sind die Deadpool. Ah, okay. Das ist Deadpool-Zeichen. Ja. Aber jetzt auch. 20% mehr Schaden. Auf jeden. So. Kostet aber 35. Wenn du so viel Dynamit benutzt, ja, ich benutze ja kein Dynamit, ne? Also würde ich jetzt nicht so. Ich würde lieber mehr Geld nehmen, oder nicht? So, jetzt erklären wir dem Dodo nochmal, was da steht. 20% mehr Schaden. Für die Klingen. Das Dynamit ist einfach nur ein Symbol, was Schaden. Gut, ich habe jetzt nicht gelesen, Entschuldigung. Genau, das Geld verbessern, was wir durch Kills durch die Waffe kriegen. Oder neue Kombos. Das kostet alle 65.000, wofür haben wir? Ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal das mit dem mehr Geld, weil damit können wir ja wieder neue Dinger machen. Also das Geld, ja, ist doch wahr, oder so, nicht? Super, fertig. So. Was ist das? Und jetzt? Bang Lee Says. Kostet alle 80.000, ist aber 80.000, wir haben gerade mal 10.000. Hier können wir Deadpool und dich verbessern. Aber alles viel zu teuer. Yeah. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option. Okay, class. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Ta-da! Ach, hier geht's weiter. Aber da ist es. Gut, springen wir wieder rüber. Wir können schließlich. Und wie ihr seht, ist das Spiel schon nicht ganz so hübsch mehr. Schon ein bisschen altbacken von der Grafik her, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, das wäre bei Release nicht gerade das Schönste, ne? Nee. Aber es kommt halt auf die Coolness drauf an in diesem Spiel. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. Genau, scheiße, auf physikalische Gesetze. Der geil ist, er kann auch Double Jump. Ja. Das
kann man böse lieben. I think I need to make an entrance. Natürlich. Time to go boom. Ja, dann willst du mit Tobias essen. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Vorder in Sicht. Oh, auf jeden Fall. Oh, das ist total strange, Alter. Ja. Ich glaub, der, ey. Hey, man, it's me, Deadpool! Kopfhörer lang gemacht. Nee. What the hell is going on down there? Security! Get den Kopfhörer nicht zu tun. I'll be in my penthouse. Don't let that clown get in here. Penthouse, huh? Time to hop the elevators. Where could they be? We're getting paid to off some billionaire douche nozzle. That'd be media mogul Chance White. Has ties to the mob, owns a private army, makes babies cry. Your classic easy to hate dude. Ihr seht, über den Köpfen manchmal ein B erscheint, wie bei den Batman-Games. What are we doing again? Elevators. Are you even paying attention? Of course I am. Ich hatte halt einen Konterangriff. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Ooh, nasty slime. Should have used the bye-bye. Die sind jetzt nicht gerade die riesen Herausforderung. Wir sind mit mehreren Leuten. So. Wow! Fortschritt, gesammelte Tacos. Alert! We are locking elevator access now! Troops should give up! Listen, masked moron! Nobody comes into my house like this! I hope it was worth it. So, wir haben auch Monument-Attacken, das seht ihr jetzt. The elevators are disabled. Unter der Grenade. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. I like this guy. We should keep him around. To maintenance! Wir waren so arm, bevor die es... Shooter! Shooter! Ja, calm down. Shoot the red box. Die rote Box erschießen. Ach, da. On the other side of the gate. Ja. Pay attention. Somebody get down there and shoot their clown. I am not a clown, sir. Oh, that sounded like bone. My bullets, mine. Setzen wir einfach mal so ein Monument ein. So daneben? Nein, nein, ich habe drei geschossen. You want mustard with that? Dann kann ich einen Kaffee da, wo man sie sieht. Nö? Jo. I need theme music. Yeah, something like that. Oh yeah, nice. My, what degenerated you have. Is that code? Nah, innuendo. Innuendo. I think that's my war. Yeah, he's in the gate. Now give me your... Nope, wrong way. This is what I think it is. So. Jackpot! Also. Ooh, scary. I'll bet those elevators work again. I'm so smart. Dun, dun, dun. Which one of you pinheads shut down the damn power? Get down there and fix it! Oh, jetzt wird mir noch die Moment erklärt. The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that.
We can get more momentum moves by aiming aggressively. Wunderschön. High combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it. Awesome upgrades. Awesome upgrades. Ah, this would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. Is it poking out the other side? I can't. Yeah. Ah! Just shoot him! How the hell do you fools keep missing? Chancey, lay off your boys. They are hitting me. Just that I'm healing. I got a sick healing factor. Get used to it. That was annoying. Was das denn, hässlicher Rahmen? Ich glaube, das ist so, wenn du bleibst. Meinst du? Ja. Na, ich weiß ja nicht. Ich hätte eher als Captain Grafiker von dir. Auf jeden Fall. I know, I said just the tip. Ja, liebe Leute, hoffen wir, dass das gleich wieder weggeht. Ich sag doch. Autsch. Siehst du, deswegen hast du nichts mehr gesehen, weil dein Gesicht zerfetzt war. Möglich. Ja. Sache hier. Siehst du? Alles gut. Na gut. Aber als erstes kriegst du erstmal ein bisschen Schiss, ja. Ist ja klar. Ja, also, das sah ja schon sehr strange aus. Ja, aber Deadpool ist halt strange. Und wenn sein Gesicht so ramponiert ist, dann guckt er halt auch so. So wie in anderen Spielen auch. I aim because I care. Bam! Arm ab. Ja, die Mission muss dann gleich zu Ende sein. Das ist viel besser als ein Drang. Sachen ist doch heller. Checklist. It. Ja, ihr seht, es nicht gerade sehr anspruchsvoll. Hey, this is my jam. You can't sing. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. See, he's like an angel. I'm crazy. I'm crazy for feeling. This must be my stop. Ah, there's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. Yeah. Movie solution to being stuck in an elevator in 3, 2, 1. Eureka! I'll shoot out the window! Wieso denn schießen, Alter? Na, egal. Und damit! Ja, damit drücke ich auf den Pause-Knopf. Uiuiui! Sag ich jetzt einfach mal, das beendet. Okay. Durch die ganzen Cuts etc. pp. Weiß ich jetzt nicht genau, wie lange dieses Video geht, aber es müsste so um die 30 Minuten sein. Okay. Weil vorher war noch was mit 12, jetzt sind es 16 und dann waren halt Cuts und... Und genau. Scheißige. Okay. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Yeah! Und wenn nicht, bitte einen Daumen nach unten. Oder einfach in den Kommentaren schreiben. Ja. Bevor ihr es hatet. In den Kommentaren könnt ihr es ja haten. Auch oder auch nicht. Daumen sind ganz wir hätten aber auch gerne, wenn ihr Kritik habt, konstruktive Kritik. Ja. Das heißt nicht nur sagen, oh, sind scheiße, sondern auch sagen, warum?
und dann vielleicht Verbesserungsvorschläge. Das nennt man konstruktive Kritik. Ja. Ja. Sehr schön erklärt. Liked uns auf Facebook, wenn ihr möchtet, um nichts zu verpassen. Abonnieren ist auch möglich. Ja, wenn ihr möchtet. Nur wenn ihr möchtet. Das ist unser Motto. Nur wenn ihr möchtet. Nur wenn ihr möchtet. Reingard, wieder geschaut.